Der Ablauf einer Facelift-Operation bei uns in Salzburg, vom ersten Telefonat bis zur letzten Nachkontrolle, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Das ist meine geschätzte Mitarbeiterin, Frau Schönburg, die für Sie zuständig ist, was die administrativen Dinge betrifft. Wenn Sie jetzt überlegen, ein Facelift bei uns machen zu lassen, dann informieren Sie sich am besten als erstes bei YouTube und auf meiner Homepage. Da sehen Sie schon alle Videos, die Sie interessieren könnten. Auch die Preise sind auf unserer Homepage. Wenn Sie dann zu uns kommen, sprechen Sie als erstes mit Frau Schönburg. Termine können Sie vereinbaren auf unserer Homepage oder per E-Mail. Am besten ist aber, Sie rufen an. Wir können uns direkt absprechen wegen Anreise, Parkplatz, Uhrzeit. Operationstermine kann man dann auch schon vorab ein bisschen überlegen, an welchen Tagen der Herr Doktor operiert und in welche Klinik. Kann auch gerne helfen, wenn Sie ein Hotel brauchen. Dann kommen die Patienten zu uns in die Erstberatung. Bei der Erstberatung ist es so, dass die Frau Schönburg die Daten aufnimmt, auch eventuelle Allergien. Dann untersuche ich die Patienten. Wichtig ist, dass man auch sie angreift, dass man weiß, wie viel Haut, wo Überschuss vorhanden ist, dass man mit ihnen einen Therapieplan ausmacht, was sie sich erwarten können, was sie sich nicht erwarten können, wo eben das Facelift genau bei mir einsetzt, welche Ergebnisse wir erzielen. Heute war eine Patientin, die hat einen sehr breiten Hals gehabt. Die Halshaut ist hier seitlich so runtergehängt. Das ist natürlich perfekt für meinen Fächer-Facelift und Halslift. Und da geht sie natürlich dann schon mit einer guten Information nach Hause und weiß dann auch Bescheid, wie die OP ablaufen würde. Wichtig dabei dann auch noch die Aufklärung. Meine Patienten werden ganz exakt aufgeklärt. Sie kriegen einen Bogen dann mit, den müssen sie unterschreiben. Es gibt eine Bedenkzeit. Diese Bedenkzeit ist für Österreicher 2 Wochen, für Ausländer nur 1 Woche. Wahrscheinlich, weil die dann schneller denken oder so. Das ist das Gesetz, so das österreichische. Und dann kommen die Patienten wieder zu Ihnen, gehen hinaus ins Sekretariat. Und was besprechen Sie dann mit Ihnen? Dann erkläre ich Ihnen mal, was es kosten würde, was der Herr Doktor Ihnen vorschlägt zu machen. Das ist gleich der nächste Schock. Das erste. Dann erkläre ich Ihnen, welche Klinik operiert wird, dass Sie vorher noch einen Termin mit dem Anästhesisten vereinbaren müssen. Da stelle ich dann auch den Kontakt her. Wenn jemand aus dem weitere Anreise hat oder aus dem Ausland ist, dann geht das auch telefonisch. Und dann besprechen wir auch den OP-Termin. Zum Operationstag 3 Stunden vorher nichts mehr trinken und 6 Stunden vorher nichts mehr essen. Ganz wichtig, vorher kein Aspirin nehmen. Die Patienten sind alle ein bisschen oft einmal aufgeregt, ganz leicht. Ich spreche mit jedem Patienten vor der Operation noch einmal und sage, dass ich nicht aufgeregt bin, was sie sehr beruhigt. Umgekehrt wäre es schwieriger. Wir machen dann die fotografischen Aufnahmen. Die Patienten werden noch einmal gefragt, ob sie noch Fragen haben zum Eingriff. Der Anästhesist kommt dann schon ein bisschen mit der Schlafmilch. Viele sagen, sie haben noch nie so gut geschlafen oder haben irgendwas geträumt. Nach der Operation sehe ich die Patienten auch. Es ist nur so, dass sie sich oft nicht daran erinnern. Ich komme dann auch nachher zur Visite am nächsten Tag nach dem Eingriff, entferne dann zum Beispiel Drains. Die erste Nacht ist ein bisschen mühsam, weil es beim Hals, beim Facelift zieht. Also da muss man ein bisschen sich auch Schmerzmittel geben lassen. Und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag können die Patienten dann nach Hause. Manche bleiben auch in Salzburg in einem Hotel, um diese erste Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Unsere Patientenmanagerin, die Frau Ortmann, ruft am dritten Tag nach der Operation alle Patienten an und fragt, wie es ihnen geht, ob sie irgendwas brauchen. Und sagt ihnen, wann Haare waschen möglich ist. Das wäre beim Facelift am 5. Tag nach der Operation. Wie man sich sozusagen verhalten soll. Da gibt es noch so einen Zettel, den sie mitbekommen. Da ist auf diesem Zettel nach der Operation steht auch meine Handynummer drauf, sodass man jederzeit anrufen kann. Nach 10 Tagen kommen die Patienten wieder zu uns. Und da werden dann die Fäden gezogen. Beim Facelift gibt es Klammern hier im Bereich der Haare und auch hinten und ums Ohr herum einen Faden, der entfernt wird. Das ist aber dann üblicherweise schmerzfrei. Da sind Sie ganz überrascht, dass es gar nicht viel getan hat. Nach 10 Tagen gibt es halt unterschiedliche Ergebnisse. Manche schauen schon super aus. Ja.
Und manche, ja, manche sind noch schon ein bisschen blau. Am Hals sind viele blau. Manche sind da ein bisschen geschwollen hier, das ist ein bisschen spannend. Danach kommt nach ungefähr 3 Wochen die nächste Kontrolle. Da strahlen sie uns schon an und sagen, ja, das ist schon alles sehr viel besser. Eine weitere Kontrolle ist dann üblicherweise nach 2-3 Monaten. Nach 3-4 Monaten könnte man noch ein bisschen mit Botox oder Hyaluronsäure Regionen korrigieren, die man mit dem Facelift nicht korrigiert. Wenn da die Lippen Falten tiefer sind, dann macht man zum Beispiel nur ein bisschen mit Hyaluronsäure eine kleine Korrektur. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei Frau Schönburg oder bei mir. Kommentieren Sie unser Video, abonnieren Sie den Kanal. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Na, das war jetzt gut, das war jetzt lebendiger. We'll be right back.